heute Abend Livestream. Kommt unbedingt vorbei. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video an diesem richtig beschissenen Tag. Mir geht's echt kacke, Kilian. Muss ich ganz ehrlich sagen, einfach Pollenallergie nimmt mir wirklich sämtlichen Lebenswillen. Dass du jetzt hier bist, das macht sich unbedingt besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch das Format, auf das ich gar keinen Bock mehr habe, Kilian. Aber es zieht halt einfach die Views, weißt du, was müssen ich meine? Müssen wir schon machen eigentlich. Man kann ja halt nicht, Digga, die Miete muss irgendwo reinkommen. Maran ist wieder auf der Straße unterwegs gewesen, meine Freunde, und hat ein 45.000 Euro Rekordoutfit wohl gefunden. Wenn ich jetzt sehen sollte, Leute, dass eine Person wirklich 45.000 Euro für Klamotten ausgegeben hat. 45.000 Euro, ja? Dafür kriegst du in manchen Städten eine Wohnung, Digga. Eine Wohnung. Wenn ich das jetzt gleich erfahre, dann ist bei mir vorbei. Dann reicht's mir wirklich. Dann reicht's mir einfach, Digga. Weil dann kann ich die Menschheit einfach nicht mehr verstehen. Wirklich, Digga. Aber nur, wenn er kein Bankkaufmann ist. Kann ja auch sein, dass wieder ein Bankkaufmann am Start ist. Killer meint damit einen Drogendealer, meine Freunde. Nur das ganz kurz vielleicht zur Erklärung. So, hier kannst du jetzt meinen 20 Euro Haarschnitt richten, damit das auch alles hier anständig aussieht, ne? So. Kannst du auch mal wieder nachfärben, ne? Dann was sagst du? Schon raus. Kilian, du kannst einfach mal die Schnauze halten, jetzt das Video mit mir gucken. Alles klar? Okay. Alles klar. Geil. Dann mit Jeans oder was? Ne, erstmal nochmal Gucci-Socken. Oh, Gucci. Ja, gut. Das ist immer so, das finde ich bei diesen Leuten schon direkt wieder so unsympathisch, wenn sie irgendein Kleidungsstück haben, was Geld kostet, aber es nicht zeigen dürfen, weil er explizit nachfragt. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe hier noch ganz kurz einen 6.000-Euro-Schein unten bei mir eingenäht in die Unterhose, weil ich scheiße halt auf Geld. Vielleicht können wir das noch mit oben drauf rechnen. Geht das irgendwie? Kannst du das einfach mit oben? So unangenehm, Junge. Gucci-Socken. Ich bin gespannt. Gucci-Slides bei Gucci kaufen gehen. Okay, dann, läuft bei dir? Peso-Gang-Hose von Justin. Aber die ist cool. Wollte ich gerade sagen, muss man Justin auf jeden Fall Props aussprechen. Er hat noch sehr kindliche Hände, ne? Ja. Er ist noch nicht in die Pubertät gekommen. Das sieht man. Ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt. Ich denke mal, er ist so 3 oder 4. Hat auf jeden Fall eine Babe-Jacke. Okay, Qualität ist auf jeden Fall mies, 90. 90. Socken 100. Versace-Unterhose. Das meine ich halt so. Junge, f*** dich ins Knie, Alter. Was? 90 Euro für eine Unterhose? Ich glaube, er chillt zu viel mit Whisker Bars. Ich finde es absolut gerechtfertigt für 90. Also, Leute, eine Unterhose für 90 Euro. Wir können ja mal kurz gegenrechnen, was man für 90 Euro bekommt. Ein Wochenendeinkauf. Ein komplettes Outfit, Bro. Ein komplettes Outfit. Überleg mal bitte, wie oft hast du eine Unterhose an und wie oft musst du essen, ja? Also, ich würde schon die Unterhose vorziehen. Ja, aber für 90 Euro, Digga, kannst du mit deiner Familie ins Phantasialand. Nein, kannst du nicht, weil Phantasialand kostet, glaube ich, 1000 Euro pro Person, Alter. Boah, was ist los bei ihm? Digga, was ist das? Hau mal einmal dreht sich deine Unterhose. 40 Euro. 40 Euro bei Sancho ist auch kein Unterhose. Dann das Shirt Retail 60. The Supreme? Ja, Hell on Earth. Ich denke schon, er ist großer Hellraiser-Fan, oder? Ja, also, aber ich finde das Shirt finde ich irgendwie geil. Slipknot-Shirt ist es, glaube ich nicht. Ich glaube, er ist großer Slipknot-Fan, nehme ich an, oder? Ich denke mal, er wird die Musik richtig gern pumpen. Also so sieht er auf jeden Fall auch aus, mit oder? Dem Alter. Ist doch eine coole Minecraft-Jacke, die er da anhat, Digga. Minecraft-Creeper, saugeil, Mann. Earth-Tee. Bape-Pullover 405 bei Soulbox. Erstmal ist das eine Jacke, Digga, und zweitens ist die sauhässlich. Aber Bape feiere ich halt gar nicht. Ich finde dieses Muster, das schaut so aus, kennst du von... Bei New Yorker gab es damals die allerersten Jacken, die du bis oben hinzumachen konntest. Ja, ja, ja. Und ich habe die damals todesgefeiert, aber ich war da 13. Ich bin jetzt 23. Digga, das Ding ist halt, ich finde sowieso Camouflage immer ein bisschen schwierig auf Outfits. Keine Ahnung, also irgendwie... Muss man cool kombinieren und ich finde halt... Ich hat er nicht geschafft, ganz nee, genau. Nee, ich finde Bape einfach nicht cool. Okay. Extra hingefahren. Cappy, Icon, D-Squirt. Kann ich auch nicht 120. Mehr sehen. Also ohne Spaß. Bickenberg, Alter. 140 und Uhr Serratina 1000. 1000 Euro, wow. Ja. Hast du noch irgendwas an? Nö. Hier der Eintrag, Leute. Schau mal, wie die hinten schon in Reihe stehen und darauf warten. Ey, Bruder, nimm mich dran. Ja, 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 ja. Aber guck mal bitte auf das Durchschnittsalter. 4, ja, das sind nicht alt, 6. Digga. 8, so weißt du, was ich meine? So, das Leute, ist halt das, was mich daran immer Ich glaube wirklich, jetzt mal Real Rap, okay? Ich glaube, es gibt wenig erwachsene Menschen, die so viel Geld für Klamotten ausgeben wie 14-jährige Hype-Kids. Ist einfach ist so. Ist so. Es ist einfach so, das ist ein Markt, der genau diese Zielgruppe leider anspricht. Und das ist ganz schön, dass ich diese Zielgruppe ansprechen kann. Hört bitte auf damit, lasst es einfach sein, dankeschön. Aber weißt du, zu dem Thema, was du gerade sagst, ich habe ein Video gedreht, das dauert noch eine Woche, bis es rauskommt. Ja, jetzt kommt diese Werbung. Oh. Nein, 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 Bro. Wo Erwachsene, ich bin auf die Straße gegangen und habe erwachsene Menschen, die wirklich auch Kinder haben, solche Jungs gezeigt und die haben darauf reagiert und die Reaktionen darauf, die waren geisteskrank. Ja, glaube ich, Digga. Vor allem, wenn du selber Kinder hast und dann erstmal raffst, wofür dein Kind das Geld ausgibt, Digga. Belastend. Wow. Okay, ja, haben wir dein T-Shirt. 3 Euro, gilt. 3 Euro, gilt. Muss sein. Okay, pass auf. Jetzt ganz kurz. Erster Eindruck. Bisschen älter. Tasche ist, glaube ich, eine Louis, so wie sie aussieht. Aber da muss ich schon sagen, ich kenne jetzt die Marke hier
hier nicht, keine Ahnung. Aber es wirkt schon mal im Gesamten, meiner Meinung nach, eher nach einem modischen Outfit, als das, was ich eben gesehen habe. Das, weil das eben das war so Street Fashion. Also eigentlich finde ich das schon ein bisschen mehr High Fashion mäßig, beziehungsweise einfach vom Gesamtbild her ansprechender. Da hat sich jemand Gedanken gemacht. Weißt du, das andere wirkt so random zusammengekauft. Das ist teuer, das ist teuer. Aber ich bin mal gespannt, was hier an Preisen bei rumkommt. Toll. 750 Euro. 750 Euro, wow. Ja, okay, da muss ich natürlich jetzt sagen, hätte man auch, was ich von seiner Oma nähen lassen können, aber... Ein sehr extravaganter Fit auf jeden Fall. Schau dir mal die Schultern an, wie weit die hängen. Ja, ja, richtig, sehr kurz geschnitten, weite Ärmel. Ja, 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 ist aber genau das, was es so ausmacht. Finde ich, ist ein besonderes Kleidungsstück so. Dafür jetzt 750 auszugeben, muss nicht sein. Kann man sich sicherlich auch irgendwo Secondhand irgendwo cool besorgen. Aber sieht ganz cool aus so, weißt du? Oh, wow. Okay, ja, dein T-Shirt. 3 Euro gilt. 3 Euro gilt, muss sein. Dein... Louis Vuitton. 750. Da hätte jetzt zum Beispiel. Gemein, Digga, schau. Pullover. Nee, ich glaube. Sicher? Ja, die Tasche. Louis Vuitton. Deine Jeans? 15 Euro Levi's aus dem Vintage Store. Okay, okay. Und deine Schuhe von. Converse. Warte. Ist Converse, oder? Nee. Nee, ist es Comme des Garçons? Nee, ne? Haben die auch solche Schuhe? Was ist denn das? Beste Marke. Sag. Rick Owens. Ja, Rick Owens. Schon teuer. Ja. Rick Owens Schuhe sind teuer. 50. 450, okay, cool. Also, wenn ich jetzt mal ganz kurz was sagen darf, Leute, das Outfit könnt ihr wirklich echt easy selber nachbauen. Geht in den Chucks Converse Store, holt euch Chucks dazu, holt euch eine ganz normale Hose, wie ihr sie auch habt. Es kann eine Levi's Hose sein, kann aber auch irgendwo von Weekday was sein. Holt euch so ein Ding Secondhand, holt euch eine Ledertasche dazu. Sieht genauso dope aus und das juckt kein Arsch, ob das eine Louis-Tasche ist oder eine ganz normale Ledertasche. Ist einfach true, so. Aber im Vergleich zum ersten Outfit, wie du hast schon richtig gesagt, es gibt einen Unterschied. Das erste war Street Fashion. Street Fashion ist die Richtung, wo ich zum Beispiel auch feiere. Ich würde sowas nie tragen, ich würde eher in die erste Richtung gehen, ich würde aber nie so viel Geld dafür ausgeben. Das hier ist schon, wie Rivi halt sagt, so Fashion, also wirklich, das ist Fashion. Er traut sich was, so läuft nicht jeder rum. Und da muss man unterscheiden. Ich finde, beides waren auf jeden Fall fashionlastige Outfits. Das erste war halt wirklich Street-Style und das ist halt wirklich so, ich würde es mal so ein bisschen alternativ, extravagant beschreiben. So. Cool. Aber ich finde es cool, ich würde es nicht tragen. Guck dich ganz genau an, Digga, der weiß gerade ganz genau, was wir reagieren. Oh shit, Digga, muss los. 2000, okay? Ist halt die Tasche so teuer, ist sonst... Ja, und die Schuhe. Ansonsten, Tasche und Schuhe kann man durch andere Sachen ersetzen. Da bist sonst du bei 800 cool. Sonst vielleicht. Okay, wirklich. Ja. Ist das hier ApoRed, Digga? Steht da ApoRed? Ja, ich glaube, der war auch hier. Ja, moin, Digga, okay. Wieso werden solche Leute nicht gefragt? Warum wird er nicht gefragt, was dein Outfit wert ist, Leute? Warum nicht, Alter? Was soll denn das, Digga? Würde mich interessieren. Pass auf, wir gehen mal kurz durch. Polo-Shirt, 50 Euro. Ja, bisschen Gürtel, mehr. Ja, sagen wir 80. 80 Euro Polo-Shirt, Brille, Hugo Boss, 2000 Euro. Gürtel ist auf jeden Fall Off-White X Louis Vuitton, 90.000 Euro. Die Hose hier, ganz klar, ist ein Slim Baggy Fit. Die heißen so, die sind relativ neu. Okay. Ist, glaube ich, Comme des Garçons X Supreme X North Face X Louis Vuitton. Okay. 900.000 Euro. Und die Schuhe, das sind tatsächlich die Schuhe, die von Kanye West kommen, weil die kosten 3 Millionen. Also, starkes Outfit, Leute. Für ungefähr 4 Millionen kann man auf jeden Fall easy nachbauen. Der Typ juckt mich gar nicht, oder ist der mit der teuren Uhr? Doch, lass den mal. Ich will den sein komplettes Outfit mal sehen. Hose von Ralph Lauren. Hier. Ja, eine Hose von Ralph Lauren kann man sich natürlich dann auch wieder an der Stelle sparen. Ja. Kostet irgendwie, glaube ich, 110. Dann auch hier mein Gucci, das Looney Tunes Sweater. Muss ich sagen, Digga, wenn es jetzt nicht Gucci wäre, ich fände das Design ganz cool. Ich weiß halt, was es kostet, deshalb würde es mich wieder abschrecken, aber ich finde so ein bisschen Nerdy-Shit so immer ganz nice. Weißt du, was ich meine? Ich finde das immer ganz cool. Das ist Geschmackssache. Der eine steht auf Prince, zum Beispiel, ich feiere solche fetten Prints vorne drauf gar nicht. Aber du weißt, was ich meine. Ich würde es halt mit diesem fetten Print, mir wäre das halt zu kindlich. Es würde nicht zu meinem Style passen. Ich finde es irgendwie cool. Der ist richtig geil. 1250. Wow! Schmerz! 1250! Genau, also hier nochmal meine Zeller & Sons, Denim Jackets, 100. Die Jacke ist ganz cool eigentlich. Also ich meine, ich würde keine weiße Jacke tragen, aber Kyler, Sailor? Kyler & Sons eigentlich. Oder meine ich da auch. Kyler & Sons ist eine Marke, die hatten früher diesen riesigen Hype mit ihren Kappen und den Backpacks und so. Die hatten immer diese Kappen, wo mit diesen die Shots drauf genau. Haben ja, und diese Scheiß. Ja. Mickey Mouse Finger und so. Ja, genau, ist genau. Eigentlich ganz cool. Ist eine Marke, wo man immer mal wieder vorbeischauen kann. Aber mittlerweile viel Basic Stuff. Ja. Also sind weg von diesen Caps gegangen, sind auf Klamotten gegangen, haben und echt geile Jeans. Ja, genau. Snipes. Hier meine Wallet 110.
erzählen. Das check ich halt, überhaupt so nicht. Scheiße, das kommen auch Digga, viele Fußballer, wenn du mal guckst auf Instagram bei den ganzen Fußballern, die haben immer hier so einen kleinen Wallet, wie er nennt, so ein Kartenetui einfach an der Hose hängen, die tragen eine D-Squared-Hose und haben von Louis Vuitton dann hier dieses Kartenetui hängen. Das ist so dumm, Digga. Ja. Weißt du, also ganz ehrlich, steckst in die Hose, Digga. Er raucht ja nochmal eine Cohiba für 80.000, haben wir ganz krass übersehen eben. Er hat eine Cohiba und eine Kippe, guck mal, Digga, bei ihm läuft richtig, Alter. Stimmt, Digga. Anderes Ding, ganz ehrlich, Leute, wenn ihr tatsächlich so ein Wallet haben wollt, ja, und nicht so viel Geld habt, dann nehmt einfach 500 Euro und näht sie euch auf den Kopf, geht genauso gut, jeder seht, dass ihr Geld habt, ganz klasse, true, wirklich toll. Eine Überraschung, ein Louis Rucksack. Was kostet das? 980. 980, wow, das war's? Muss noch irgendwas an? Ja, also noch eine Rolex. Eine Rolex? Submarina. Jeez. Eine Submarina. 8000 Euro. Und ja. Krass. Also, dein Outfit richtig geil. Hier der Endbetrag. Leute. Also, es fittet auf jeden Fall. Es passt zu ihm so vom Stil her. Der Rucksack kann weg, meiner Meinung nach. Die Rolex kann weg. Wie alt ist er? Ja, 15. Also, weißt du, wie ich meine? Das ist immer das, was mich so ein bisschen abfuckt. Aber nichtsdestotrotz, ne? Ey, leben und leben lassen. Ich glaube nicht, aber du warst bei uns bei den Teamlassen unterwegs. Ne? So, da habe ich auf jeden Fall schon wieder was gesehen, was mich direkt triggert, du weißt, Digga. Kann ich eins zu sagen? Ich finde das Design von dem Shirt geil, aber die Qualität, Digga. Ich habe das jetzt zweimal gewaschen. Madig. Richtig Leute, madig. Ich hatte auch mal Sachen von LFDY. Uff. Ich habe viel davon, aber die Qualität, ja, Digga, Bro, ist nicht geil. Geiles Outfit, so richtig geil, sommerlich, feier ich. Sommerlich, ja. Fang ich mal bei deinen Schuhen an, Digga. Nike ist der Air Force, Nike X Off-White für 650 von GOAT geholt. Okay. Die Hose und das T-Shirt, beides von LFDY bekommen. Die Hose kostet, glaube ich, 75 und das T-Shirt 45. Du hast noch, sind aber noch so humane Preise, ne? Also ist in Ordnung. Ja, das ist noch in Ordnung. Socken hast du schon gesagt? Supreme Socken, glaube ich, 15 Euro und so. Okay, geil. Und Digga, deine Uhr. Eine Rolex Datejust, eine 41 Chronometer. Wie viel kostet sowas? 45 habe ich. 45.000. Ja. Das ist nicht dein Ernst, Digga. Hart, Digga. Aber das restliche Outfit eigentlich noch im Vergleich zu der Uhr. Ja. Auf jeden Fall noch bodenständig. Das ist so, wie wenn du. Was ist so ein guter Vergleich? Du fährst quasi mit dem Bus, mit dem öffentlichen Nahverkehr, ja? Ja. Zum Flughafen steigst dann dein Privatjet. Um einfach nochmal zu zeigen, so, ich kann es ja doch. Weißt du, was ich meine? Ja. So, du machst noch bodenständig. Ist es seine Uhr oder hat er sie nur ausgeliehen? Ich verstehe Uhren, wie gesagt, überhaupt nicht. Ich habe letztens in die Kommentare geguckt. Es gibt da einen ganzen Kult um Uhren. Und ich verstehe auf jeden Fall, dass es da Kenner und auch Interessen gibt. Und ich weiß auch, dass eine Uhr immer eine Wertanlage ist. Aber ich stelle euch jetzt mal ernsthaft die Frage, Leute. Wenn ich die Möglichkeit habe, ja, mir ein Eigenheim zu bauen oder mir eine Uhr zu kaufen, da hört doch der normale Menschenverstand auf und ich hole mir doch das Haus, oder? Safe. Also ich meine, eine Uhr ist immer ein schönes Accessoire und ich glaube auch nicht, dass jemand, der eine 45.000 Euro Uhr hat, sie abgesehen von so einem Event dauerhaft tragen würde, weil das ist einfach für mich dann kein Mode-Accessoire mehr, sondern tatsächlich ein Wertgegenstand. Das ist eine Wertanlage. Der gehört in den Tresor. Da ist es auch wieder das Ding, wie gesagt, keiner weiß, wo er das Geld her hat, keiner weiß, wem die Uhr gehört, ob es überhaupt seine ist. Ich sage immer leben und leben lassen, aber ich würde mich auf jeden Fall niemals hinreißen lassen, um mir so eine fette Uhr zu kaufen. Niemals. Ja, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Unter meinem Video das letzte Mal haben die Leute uns ja zerrissen, weil wir uns so ein bisschen abfällig über Uhren geäußert haben. Ich verstehe. Aber das ist ja, ich verstehe Menschen, die sagen, yo, ey, mir ist eine Rolli wichtig, das ist auch eine Wertanlage, überhaupt keine Frage. Das Geld, ich denke mal. Ich habe doch schon mit so vielen Leuten darüber gesprochen. Der Preis wird auf jeden Fall nicht sinken, aber man muss einfach für sich selbst wissen, wie du halt sagst. Vor allen Dingen, ob man 45.000 Euro Ja. Digga, für 45.000 Euro bekommst du schon in Buxtehude vielleicht eine kleine Eigentumswohnung. Ja, es ist halt genau das so, Ding. Weißt du, also man muss dann immer überlegen, was steht dem Ganzen gegenüber im Gegenwert. Genau. Überlegt bitte, wie lange dafür gearbeitet worden ist, wie lange dafür Menschen hasseln mussten, im besten Fall dann wahrscheinlich eure Eltern. Und dann überlegt zweimal, wollt ihr das wirklich machen? Wollt ihr das, braucht ihr das unbedingt? Ich weiß, dass es gerade in jungen Jahren eine sauschwere Entscheidung sein kann, aber ja, ich glaube, damit können wir es einfach abschließen, Leute. Auf jeden Fall ein interessantes Video. Kein Hate hier an die Uhren-People. Wenn ihr eure Uhr kaufen wollt, macht es. Ich bin da leider raus. Ich kaufe mir dann lieber für 45.000 Euro Icewatch. Eine Icewatch, Digga. Und Bitcoin und verliere alles am Kryptomarkt. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Schaut bei Kilem, dem geilen Boy, vorbei. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.